Na, hallo Freunde des gepflegten Namens. Wir sind der Bodo und der Q. Und heute geht es ein bisschen um den RDTA 5 von iJoy. Ja. Wir haben den ja schon ein bisschen in Gebrauch. Haben auch ein bisschen rumexportiert, geguckt. Auch von der Handhabung her, ne? Wo sind vielleicht Kritikpunkte, wo auch nicht. Wobei hier nicht viel zu kritisieren gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein klasse Gerät, was Intel wieder gemacht hat. Auch wieder gut durchdacht, vor allem auch was das Befüllsystem angeht, haben sich echt was einfallen lassen. Mega angenehm. Man muss halt nur auf achten, ein kleiner Tipp am Rande, wenn ihr das Ding befüllen wollt. Es reicht nicht einfach nur von oben das Liquid reinfließen zu lassen, sondern ihr müsst die Flasche wirklich auf den Holm aufpressen, weil er durch den Druck dann praktisch den Tank befüllt. Es kann nämlich sonst sein, dass das Liquid im Holm stehen bleibt und nicht weiter durchfließt. Ne? Ja. Ist halt das typische Trichterproblem, ne, was man so manchmal hat. Ne? Ansonsten, mega Gerät. Wir haben zwei Airflows, einmal eine Bottom und einmal eine Top Airflow, die beide stufenlos einstellbar sind. Kann sich wirklich mega was einfallen lassen. Das Loch, wo oben der Dampf rauskommt, das ist kein Drip-Tip mehr, das ist ein Fass ohne Boden. Ja? Also, absolut. Da kommt ordentlich was raus. Man kann ordentlich damit spielen, ordentlich Entwicklung reinhauen. Ich würde sagen, wir gehen kurz in die Details und dann erzählen wir euch, was wir davon halten. Dann bis gleich. Okay, dann gucken wir uns erstmal die Verpackung an. Wie für eJoy typisch. Es ist halt so eine kleine Plastikbox mit so einem Überzieher, sag ich mal. Sieht diesmal ein bisschen anders aus vom RDTA 5. Deckel ab, wie gehabt. Standardmäßig das Ersatzglas ist dabei. Wir haben einen kleinen Schraubendreher dabei. Wir haben das Ersatzteiltütchen, wo noch Mahnschrauben drin sind. Da sind auch noch Werkswicklungen drin, Fuse-Klappen, die Dichtringe. Und ansonsten gibt es dafür jetzt nicht so viel zu sagen. Was noch mit drin ist, ist halt der Adapter für Single Coil. Und den zeige ich aber euch jetzt nochmal am Verdampfer selber. Und zwar, wenn wir das ganze Zeug jetzt mal wegpacken. Okay, also wie vorhin schon gesagt, das ist der Adapter für die Single Coil. Die setzen wir nachher mal ein, dann zeige ich euch das. Das ist hier der wunderschöne Baukasten. Und wir haben einmal den Ring, den wir als erstes draufsetzen. Der wird mit so einer kleinen Mahnschraube befestigt, wenn man das denn möchte. Und der hat ein Bajonettscharnier. Darüber kommt praktisch die erste Hülse, mit der wir die untere Airflow einstellen. Darauf kommt dann die Hülse für die obere Airflow zusammen mit der Topcap nachher, mit der wir dann praktisch die Airflow einstellen. Wir bauen das ganze Ding mal ein bisschen zusammen. Also wir drehen den einfach nur gegen, der kann nicht mehr abrutschen. Wenn man möchte, könnte man jetzt die Mahnschraube noch einsetzen, aber im meisten Fall braucht man nicht. Dann schieben wir die Topcap drauf, beziehungsweise die erste Hülse. Darauf kommt die zweite Hülse. Am besten schiebt man die Topcap vorher drauf. Wir sehen, wir haben hier die Ausbuchtung, mit der wir praktisch dann die Luft von oben regulieren können. Stecken das ganze Ding da drauf und machen das Drip-Tip drauf. So. Der Adapter, hier habe ich jetzt eine Single-Coil-Wicklung. Er wird einfach nur wie schon beim RDTA Plus zum Beispiel einfach nur oben drauf gesteckt und somit kann er nicht auslaufen. Befüllt wird das Ganze durch den Holm in der Mitte. Wir haben in der Topcap einen Stopfen mit einer Dichtung. Das heißt, in dem Moment, wo wir die Topcap drauf pressen, ist der dicht und der läuft nicht mehr aus. So, da sind wir wieder. So, die Details habt ihr jetzt gesehen. Was der Bodo gerade noch nicht erwähnt hat in den Details, ist vielleicht noch ganz spannend für den einen oder anderen. Die Airflow oben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so vernünftig in die Kamera kriege. Sonst muss ich gleich nochmal kurz die Details nachdrehen. Die Löcher. Ihr seht, die sind nicht direkt durchgängig, sondern nach unten angeschrägt. Das heißt, wir haben dadurch auch quasi so eine kleine Verwirbelung, wenn man das denn möchte.
Ja, kurzer Dampftest. Sagen, mein Bruder sieht ja schon, wie viel hast du offen? Ich habe jetzt oben die Hälfte der Airfryer, der Top-Offener ist offen, die untere komplett offen. Ne? Ich habe jetzt drin, ihr habt vorhin im Test gesehen, Staple-Stacker Fuse-Kletten als Single-Coil drin. Momentan, weil die alleine schon ordentlich Dampf raushaut. Ne? Und funktioniert ohne Ende. Ich sage mal kurz, das sind die Werkswicklungen. Fokussiert jetzt nicht so richtig, aber halt ganz normale Fuse-Klettens. Sind jetzt nicht so der Oberbrüller, aber sind in Ordnung. Ich mache jetzt mal spaßeshalber, also da kommt man in der Dual-Coil auf 0,2 Ohm raus. Ich mache jetzt mal spaßeshalber alles auf. Hoppala. Und selber feuern solltest du jetzt nicht. So, alles auf, untere und obere und ja, gehen wir dem Ganzen mal 80 Watt. Das ist noch sehr human. Ihr seht also, da kommt ordentlich was raus. Ne? Also wenn man jetzt selten mal 100 und wenn mir die Watte jetzt gleich abfackelt, dann ist das so. Dann ist das mein Fehler. Oh, Liquid müsste noch reichen. Ja, Hashtag Team Waldbrand. Wenn euch das Ofenrohr wie mir zum Beispiel zu heftig ist. Ich muss jetzt mal ein bisschen runterschalten. Ja, dann ist er. Dann seht ihr die ganze Zeit aus wie so ein Fisch, wenn ihr daran zieht, finde ich zumindest. Oder ich fühle mich dann zumindest so. Ich gucke jetzt mal gerade an, damit ich hier wieder. Man kann sich auch ein bisschen anstellen, finde ich. Ja, man kann sich auch anstellen. Ich stelle mich gerne an. So. Man kann wunderbar das Drip-Tip vom RDTA Plus oder Classic, müsste da eigentlich auch gehen, wunderbar oben drauf schrauben, dann hat man. Hoppala, das war einmal zu viel abgezogen. Dann hat man zwar hier die zwei Ohrringe, aber das könnte man als Designelement sehen, weil unten sind die ja auch nochmal. Finde ich persönlich viel, viel angenehmer. Er macht einen soliden Eindruck, der ist total, also wirklich fest und solide verbaut. Man hat nicht das Gefühl, man hat so ein dünnes Plastik, dünnes Metallteil in der Hand, was man verbiegt, wenn man es schief anguckt, was ich beim RDTA Plus teilweise hatte. Wobei auch das schon massiv genug ist, aber da ist wirklich, das ist ein Klopper. Das ist ein ordentlicher Klopper. Müsste, glaube ich, 23,5 mm und 24 mm. Ja, 25 mm. Oder, ja, 24,5 oder 25. Reingehen 4 mm. Wenn man die Watte nicht bis unten durchzieht, Watte verlegen und so haben wir jetzt nicht gezeigt, weil wofür, wisst ihr alles. Die Kanäle habt ihr gesehen. Am besten sieht man hier jetzt ein bisschen, ne, es ist keine Watte im Tank. Bei mir, Bodo hat es ein bisschen anders gemacht. Ich ziehe sie immer runter bis runter. Aber du hast auch eine Single Coil. Genau, das ist aber auch reine Geschmackssache. Ich habe das auch bei dem Plus damals schon gemacht, beim RDTA. Es gibt Leute, die haben die wirklich nur bis zum Ende vom Kanal gelegt. Das müsst ihr selber wissen. Ne? Wenn ihr es nur bis zum Ende des Kanals legt, habt ihr halt nur bei mir, das sieht immer aus wie ein Flachmann. Ich wurde auch schon gefragt, warum ich denn aus meiner Dampfe trinke. Ja. Tue ich nicht. Würdest du den nochmal kaufen? Nochmal kaufen nicht, weil ich habe ihn schon. Wenn er jetzt kaputt gehen würde. Ja, ich bin auch mega zufrieden. Ein mega geiles Teil, macht alles richtig, hat die Vorzüge vom RDTA, vom RDTA Plus mit übernommen, noch ein bisschen verfeinert. Super. Auch optisch finde ich ihn sehr schön gelungen. Die Drip-Tips sind auch immer sehr schön. Ja, ich habe meins jetzt nicht dabei, die sind alle einzigartig, dieses Resin-Design. Genau, weil man kennt ja schon, macht EJ ja momentan ja relativ viel. Man kann viel mit zwischen Geschmack und Dampf rumspielen, weil wenn ihr die obere aufmacht, die obere Airflow habt ja mehr Dampf, die untere habt ihr mehr Geschmack. Das ist bekannt. Jedem, der schon irgendwie ein paar Tage dampft und vielleicht auch ein paar Tage selber wickelt, der weiß das. Ja, ich würde mir auch definitiv nochmal kaufen, wenn er mir jetzt komplett kaputt gehen würde und das Ersatzglas dann auch noch Fratze wäre. Als Hinweis ganz wichtig ist, worauf ihr achten müsst, wenn ihr den neu kauft und ihr packt ihn das erstmal aus, bevor ihr den 30 Mal auf und zu macht und auseinanderbastelt. Das stimmt. Macht die Ohrringe feucht. Die sind sehr, sehr trocken, wenn ihr die bekommt. Und die neigen halt dazu, oder kennen halt mehrere Leute, dass es passiert, wo die Ohrringe dann anfangen, rissig zu werden. Gero zum Beispiel. Ich habe mir, das sieht man jetzt auch selbst, wenn ich die Kamera halte, nicht, aber vor einer Airflow habe ich mir ein Stück vom Ohrring schon abgeschabt. Das ist nicht wild, hält trotzdem, ist auch trotzdem weiterhin noch dicht. Ne? Ihr seht, da passiert rein gar nichts. Also wenn er ausläuft, habt ihr die Watte falsch gelegt. Genau. Ja. Gut. Hoch, runter. Ihr kennt das schon nicht aus.
Abo, Playlist, Video. Bis dahin, allzeit gut Dank und bis zum nächsten Mal. Das hat super funktioniert. Tschö.